Servus, ich bin der Simon vom Studentenfunk Regensburg und mit mir hier sitzen Gudrun von Luxemburg. Schön, dass ihr da seid. Ihr kommt aus Wien, spielt aber auch viel in Deutschland, in Polen, in der Schweiz auch, oder? Habe ich gehört. Ja. Erstmal, gibt es da Unterschiede zwischen den ganzen Ländern? Also in den Locations und ja, den die Sprache, Publikum? Sprache ist ein Riesenunterschied. Riesen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist der Schweiz. Nein, aber ist so vom Publikum her merkt man das, wo man spielt? Ich glaube nicht. Also es kommt immer darauf an, wie die Stimmung ist, dann ist es überall gleich. Also wenn die Leute Bock haben, dann geht es überall gleich ab eigentlich. Okay. Kann man schon also, so sagen. Oder? Es kommt eigentlich nicht aufs Land an, sondern wirklich ja. auf das Publikum an und ja. auf den Abend und so, genau. Es gibt keine Grenzen. Und aus Wien kommen ja viele gute Musiker auch zurzeit und viel, es geht sehr viel. Würdet ihr Wien als eine Musikerstadt bezeichnen? Ja. Also ich habe den Vergleich jetzt nicht so sehr, weil ich immer schon in Wien wohne. Ich glaube, das Lustige ist, die meisten von den Musikern, die du meinst, so Bilderbuch, die kommen alle ja. aus Oberösterreich, ja. wohnen aber in Wien. Also das ja. ist mir letztens auch für Lea zum Beispiel, die sind auch aus Oberösterreich und so. Es ist irgendwie ganz witzig, es wohnen zwar alle in Wien, es wohnen alle da und da ist so irgendwie das Epizentrum, passiert recht viel, aber ja, ist schon eine Musikerstadt. Also es sammelt sich ein bisschen ja, es sammelt alles sich. So. Weißt du, wenn du eine große Hauptstadt hast in einem Land, dann ist das ja, halt irgendwie so das Zentrum für alles. Und kennt man sich da untereinander so als Musiker? Oder ist es schon ist eine große Stadt schon auch? Wien ist urklein. Urklein, also man kennt sich total und man kennt jeden. Dorf, sagt man auch. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich genauso wie in jeder anderen Großstadt auch. Ja. Also. Aber es kennt schon, in Wien kennt schon jeder irgendwie jeden. Also man läuft jedem irgendwie über den Weg und so. Das hast du schon in Wien. Ist schon ein Dörfchen. Ja. Ja. Okay. Jetzt ganz wichtige Frage, wenn ihr so viel rumkommt, was auch fürs Festival voll wichtig ist. Wo gibt es das beste Bier? Eure Meinung? Hier natürlich. Hier. In Bayern gibt es Spitzenbier, in Bern gibt es auch wirklich gutes Bier. Da habe ich dieses, ich weiß nicht mehr wie es heißt, das mit diesen Vögeln. Das war so. Also mir schmeckt Bier an sich so gut, dass es halt überall am besten schmeckt. Wir trinken meistens auch Gin Tonic. Also das ist so mit Gurke und so. Wir sind jetzt vom Bier so ein bisschen weg. Also wenn es kein Bier gibt, ist Gin Tonic ja, für mich auch jetzt auch okay. Ja. Okay, alles klar. Ich habe auch gelesen, dass ihr eigentlich alle ursprünglicherweise aus verschiedenen Musikrichtungen kommt. Also ihr habt da Einflüsse von Rock und Jazz und auch klassische Einflüsse gelesen. Merkt man das bei euch, auch wenn ihr zusammen Musik macht, dass da jeder so seinen eigenen Input mitbringt und so? Oder macht euch das auch besonders? Und die Richtung ist ja dann doch nochmal eine ganz andere als die ihr ursprünglich eingeschlagen habt. Ich denke, das ist gar nicht einfach zu beantworten. Wenn man gemeinsam miteinander Musik macht, dann kommt natürlich von jedem der Background irgendwie ja. auch etwas unbewusster halt einfach hervor. Das, was man hört und damit, womit man sich beschäftigt. Und das ändert sich auch bei uns allen. Also das tauscht man ja auch aus miteinander. Ich glaube halt auch, also so, ich habe mit Julie vor Ewigkeiten mit 14 oder so in einer Punkband gespielt und diesen Spirit hat man dann halt irgendwie schon mitgenommen und das ist jetzt halt elektronische Musik. Ja. Und ich glaube, das macht schon auch, dass du Geige spielst und so, die Chordwendungen, die man schreibt, das ist halt, ich schreibe 3 Akkorde und dann macht man gemeinsam plötzlich 5 draus oder so. Also es ist dann halt schon irgendwie, hat schon einen Sinn, dass alle aus einem anderen Eck kommen. Also es macht was aus. Okay, wir wollen uns eh ein bisschen beeilen, weil ihr müsst dann gleich aufbauen. Deswegen würde ich noch ganz schnell mit euch eine Runde Fragenhagel spielen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich lese ganz kurze Fragen vor. Ja. Und ihr müsst zusammen, damit genau, wir sind. Genau, wir müssen ganz schnell dann antworten auf die Frage. die erste Frage wäre schwarz oder weiß? Schwarz. Ja, beides. Weiß. Grün. Farbenblind. Ja. Zweite Frage, kein Bier vor 4? Blödsinn. Ja, muss nicht sein dann. 4 in der Früh oder 4 am Nachmittag? Muss sein. Da will ich nie hin. Aufs Klo. Aha, okay. Moshpit oder Backstage? Moshpit. Beides. Beides auch. Das mache ich bei einem schlechten Publikum. Dasselbe wie bei einem guten Publikum. Ja, Bier trinken. Die Show. Was ich in der Schule gelernt habe? Matura bringt nichts. Werde Musiker.
Französisch. Pizza oder Pommes? Pizza. Beides. Was war das zweite? Pommes. Pizza. Das letzte Mal schwarz gefahren? Jeden Tag. Ja, bin ich sehr brav jetzt mittlerweile. Weiß nicht, ein Jahr oder so. Schon länger nicht mehr, aber. Und das letzte Mal gelogen? In diesem Interview wahrscheinlich. Gerade bei der letzten Frage. Nie. Und zu guter Letzt noch dein letzter Ohrwurm? Butter von Lea. Ich weiß gerade nicht. Toto Afrika. Okay, cool. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Wir mussten uns relativ kurz halten, weil ihr müsst dann gleich aufbauen. Ja, gell? Freut mich wahnsinnig. Ich freue mich auch wahnsinnig auf euch. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder auf dem Jugend. Ja, hoffentlich. Danke dir. Ciao.